Grüß Gott und herzlich willkommen zur fünften Lektion zur Geschichte der Mathematik. Heute setzen wir mit der Mathematik im antiken Griechenland fort. Genauer gesagt wird es um die beiden Hauptperioden, nämlich die athenische Periode und die alexandrinische Periode gehen. Beide benannt nach den jeweiligen Zentren des wissenschaftlichen und insbesondere mathematischen Geisteslebens der entsprechenden Periode. Ich teile diese Lektion diesmal in etwas weniger Unterkapitel ein. Zunächst wird es um die athenische Periode gehen, wo uns vor allem Platon und Aristoteles begegnen, die gewissermaßen so den philosophischen und logischen Nährboden herrichten, auf dem dann in der alexandrinischen Periode unter anderem Euklids Elemente gedeihen können, von denen ja schon letztes Mal die Rede war. Die alexandrinische Periode habe ich dann nochmal zweigeteilt, Geometrie und geometrische Algebra einerseits und dann ein wenig etwas zu Exhaustionen, die gewissermaßen den antiken Vorgänger der Integralrechnung darstellen, und zu Kegelschnitten, die man ja heute als Kurven auch ganz gerne der Analysis zuordnet. Weil der Vorspann diesmal so kurz ist, hat er auch gar kein eigenes Video, sondern wir hüpfen jetzt direkt in die athenische Periode, also so in den Zeitraum um etwa 400 bis 300 vor unserer Zeitrechnung. Und etwas näher anschauen wollen wir uns dabei, wie gesagt, Platon und Aristoteles. Und Eudoxos wird auch noch vorkommen und ganz kurz auch etwas zu Zenon. Beginnen wir mit Plato oder Platon. Um 385 gründet Platon seine Akademie in Athen. Und wie ich beim letzten Mal schon hervorgehoben habe, waren an dieser höheren Lehranstalt sowohl weibliche als auch männliche Personen, und zwar aus der gesamten hellenistischen Welt, willkommen. Im Vatikan können Sie heute noch dieses Fresko hier bestaunen, welches so zwischen 1510 und 1511 vom Maler Raphael angefertigt wurde. Und ja, das ist der, nach dem auch ein Teenage Mutant Ninja Turtle benannt ist, nämlich der mit der roten Augenbinde und dem Sai. In der Mitte des Bildes erkennen wir links Platon und rechts Aristoteles, und der da so lässig auf den Stufen liegt, das ist der Diogenes, und der da so ganz fleißig schreibt, soll der Pythagoras sein, was historisch natürlich etwas knapp wird, es sei denn, das wäre jetzt der Zombie-Pythagoras. In der Nähe dieser Akademie, so etwas abseits, war das sogenannte Gymnaseon. Das war einerseits eine Sportstätte, und andererseits haben die sich da aber auch geistig betätigt. Und Sie wissen ja vielleicht, dass im Englischen Gymnasium eher so die Turnhalle ist und bei uns aber Gymnasium eher eine Bildungsanstalt. Und diese gemeinsamen Quellen, die liegen eben in dieser Zeit der platonischen Akademie. Es kommt dann gleich noch, also wir haben ja dann noch den Aristoteles. Und der Aristoteles, der hat eine Schule gegründet, die nannte sich Lyzeum. Das, was ja auch noch eine Bezeichnung für höhere Schulen ist, die verwendet wird. Daher kommen die. Ja, dann das angebliche Motto, das ist aber nicht gut belegt, das da an der Tür gestanden haben soll, lasst keine geometrischen Ignoranten herein. Und was überliefert ist in diesem Hauptwerk von Platon, dass der Staat heißt, ist der Lehrplan, den er befürwortet hat, da ist eben so ein, also da ist erst dieses Höhlengleichnis, wen das was sagt, und dann gibt's so ein, danach ist so ein Dialog, wo er einen fiktiven Dialog wiedergibt von Sokrates mit jemand anders darüber, was eigentlich so ein Staatslenker oder ein Philosophenkönig alles wissen muss, und da kommt eben auch der mathematische Lehrplan zur Sprache, und der besteht im Prinzip aus Arithmetik, also sowas wie Zahlentheorie, Ebene und räumliche Geometrie, Harmonielehre, also der mathematische Teil der Musiktheorie, und Astronomie. Kennzeichnend ist eine starke Geringschätzung praktischer Mathematik. Also wenn da jetzt Arithmetik steht, geht das da jetzt nicht darum, den Leuten die Grundrechnungsarten und das Prozentrechnen beizubringen. Das hieß ja Logistik und war nicht so angesehen bei vielen Griechen. Und insbesondere geht auch auf Platon zurück, die möglichste Verbannung mechanischer Hilfsvorstellungen und Geräte. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, aber bei dem Euklid, der ja dann die Periode danach erst ist, da sind ja dann Zirkel und Lineal.
Ja, aber das erstmal muss man sagen, es bleiben auch nur noch Zirkel und Lineal und keine anderen Geräte. Und im Grunde genommen, wenn Sie schon Didaktik der Geometrie hatten, sind das ja diese idealen gedachten Objekte. Und Kreis und Gerade sind ja auch in der Geometrie so ganz, noch mal ganz besondere Objekte, die halt sehr einfach sind. Und nur mit denen sollte dann alles erzeugt werden. Also auch da, selbst bei diesen Geräten ist das noch so, der Zirkel ist ja nur dazu da, diesen Kreis, diese perfekte Form, die überall gleich gekrümmt ist und die der Ort ist, der von einem Punkt den festen Abstand hat, die herzustellen und eben die Gerade, ne, als kürzeste Verbindung, die zwei sollten nur verwendet werden. Wir werden dann nachher sehen, dass das bei dem Archimedes ganz anders ist. Bei dem Archimedes gibt es zum Beispiel auch so einen berühmten Beweis, wo der zeigt, wie sich das Kugelvolumen und das Kegelvolumen zum Zylindervolumen verhalten. Und das wird dadurch gemacht, dass das an so einen Hebelarm in Gedanken angehängt wird und dann überlegt, wann befindet der sich im Gleichgewicht. Also das ist ja eine ganz klar mechanisch-physikalische Vorstellung. Und das war eigentlich für den Platon nicht so in Ordnung. Und man kann sagen, der Stil, in dem der Euklid geschrieben ist, über den wir letztes Mal ja ein bisschen was, oder ich Ihnen ein bisschen was erzählt hatte, der geht halt sehr stark auf diese Ideen von Platon und dann andererseits von Aristoteles zurück, was halt die logischen Sachen dann angeht. So, und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, aber das ist eigentlich dann Stoff für Philosophie der Mathematik, das, was man Platonismus bezeichnet, also diese Position, die etwas länger geschrieben, meint, es gibt abstrakte und unveränderliche Objekte, die auch unabhängig von unserem Denken, aber gleichzeitig nicht in Zeit und Raum existieren. Das ist so der Platonismus. Also die sind nicht Teil der physischen Welt und die interagieren auch nicht mit physikalischen Objekten, aber die gibt es trotzdem unabhängig von unserem Denken. Also ich kann mir einen idealen Kreis denken, das sagen viele. Platonisten sagen, der existiert auch unabhängig davon, dass ich den denke. Sonst im engeren Sinne jetzt mathematische Erkenntnisse haben wir nicht vom Platon. Man muss so sagen, ja, der Platon ist so ein wichtiger Mäzen quasi für die Entwicklung des mathematischen Denkens durch die Gründung dieser Akademie. Und was auch auf den Platon zurückgeht, merkt man auch schon ein bisschen an dieser Geringschätzung praktischer Mathematik, ist so diese Bildungsvorstellung, dass man Mathematik vor allem deswegen lernen soll, weil man da insgesamt seinen Verstand schärft. Da habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus diesem Dialog zwischen Sokrates und Glaukon, den aber der Platon sich ausgedacht hat und der dann eben in diesem Buch Der Staat enthalten ist. Also der Glaukon fragt den Sokrates, die Rechen- und Zahlenlehre hat es also zur Gänze mit den Zahlen zu tun, sagt der Sokrates, gewiss. Die Fächer führen also zur Wahrheit im reichsten Maße. Also gehören sie zu den Wissenschaften, die wir suchen. Was suchen die da für Wissenschaften? Die Wissenschaften, die der Philosophenkönig, also der Platon vertritt ja die Meinung, dass der Staat von Philosophen beherrscht werden sollte, also von geistig Hochgebildeten. Und die Wissenschaften, die den bilden, dazu gehört die Mathematik. Der Kriegsmann muss sie wegen der Truppenabteilung lernen, der Philosoph, weil er aus der Welt des Werdens heraustauchen und die Welt des Seins erfassen muss. Andernfalls wird er niemals ein wirklicher Rechner werden. Geht noch ein bisschen weiter. Da muss man, mein Glaukon, das Fach gesetzlich verankern und die zukünftigen Träger der höchsten Staatsgewalt dazu bringen, Mathematik zu studieren, aber nicht nur nach der Art eines Praktikers, sondern so lange, bis sie durch reines Denken zur Schau des Wesens der Zahlen vordringen. Nicht wegen des Verkaufs und Kaufes, wie es Händler und Kaufleute machen, sondern wegen des Krieges und wegen der Seele, damit sie sich leicht vom Werden zur Wahrheit und Wesen wende. So, also das ist so die, wenn Sie so wollen, das ist so Antikompetenzorientierung. Also nicht, weil man da was braucht, soll man das lernen, sondern weil einen das die Seele erhebt und so. Man merkt auch, Sie haben ja vielleicht auch schon mal irgendwann was von Humboldt gehört, dass natürlich diese Neohumanisten dann im 19. Jahrhundert so gewisse Vorstellungen der Griechen
Bildungsvorstellungen von Platon und so sehr deutlich übernommen haben. Der sagt ja auch, man soll sich mit den, der Mensch soll seine Kräfte frei entfalten und soll sich möglichst unverstellt von praktischen Dingen mit den Wissenschaften beschäftigen. Und das kommt so ein bisschen von Platon her. Ja. So, und dann hier auch die Vorstellung, die mathematisch Begabten sind auch in allen anderen Wissenschaften geradezu scharfsinnig. Diese Vorstellung hat sich so ein bisschen bis heute gehalten. Wenn Sie heute Mathematiklehrpersonen fragen, wofür Ihr Fach denn gut ist, dann wird Ihnen da früher oder später die allgemeine Denkschulung begegnen. Andererseits gelten insbesondere forschende MathematikerInnen nicht selten als sehr spezifisch begabt. Denken Sie mal an so übliche Hollywood-Produktionen. Diesseits von dem noch recht jungen Film Hidden Figures werden da Mathematiktreibende nicht nur üblicherweise als männlich und weiß dargestellt, sondern auch als eher so etwas weltfremd, autistisch, verschroben oder sogar am Rande des Wahnsinns stehend. Ich sag mal nur Good Will Hunting, A Beautiful Mind und der ansonsten sehr schöne Pi-Film von Darren Aronofsky, bei dem die Mathematik dank diesem treibenden Drum-Bass-Soundtrack da auch fast so ein bisschen cool daherkommt. The Imitation Game fällt auch wieder etwas raus. Turing ist wieder voll im Klischee, sozial total unfähig. Aber da haben sie zumindest noch Keira Knightley, die Joan Clarke spielt, also eine Mathematikerin. Aber deren kryptologisch-mathematische Fähigkeiten sind auch wieder eher so eine Inselbegabung. Der Film thematisiert aber zumindest den zeitgenössischen Sexismus sehr offen. Aber genug des Abschweifens, kommen wir mal zu Aristoteles. Der war ein Schüler von Platon und nachdem der Platon gestorben ist, ist er an den Hof von dem Vater von dem späteren Alexander dem Großen gekommen und war dann sein Hauslehrer und hat dann aber auch noch dieses Lyzeum gegründet. Für die Mathematik ist er insbesondere wichtig wegen seiner Beiträge zur Logik, also dem deduktiven Schließen. Da gibt es so ein Hauptwerk von dem Aristoteles, das heißt Organon und da ist das fünfte Buch, das heißt Topik. Da geht das um die Schlüsse, wobei sich Aristoteles nur mit einer ganz bestimmten Form von Schlüssen beschäftigt hat, mit Syllogismen, wobei diese Definition, wie sie da steht, eigentlich zu allgemein ist, weil die eher sagt, die steht zwar in der Topik ganz vorne, aber die sagt eher allgemein, was ein Schluss ist, nämlich ein Argument, in welchem sich, wenn etwas gesetzt wurde, also wir können sagen, wenn etwas als wahr vorausgesetzt wurde, etwas anderes als das Gesetzte mit Notwendigkeit durch das Gesetzte ergibt. So, und das ist ja das, was man bei einem logischen Schluss haben will. Da ist irgendwas, wo man schon meint oder wo man mal voraussetzt, das soll wahr sein und jetzt will man etwas haben, was absichert, dass dann etwas anderes mit Notwendigkeit folgt. Und zum Beispiel auch, denken Sie mal an Induktionsprinzip, da haben Sie so einen hypothetischen Syllogismus drin, da sagen Sie, wenn die Aussage für AN richtig wäre, dann zeigen Sie, dass sie dann immer auch für AN plus 1 richtig ist. Und da ist es auch, ne? Es wird mal was gesetzt, ich tue mal so, als wäre das für AN richtig und dann zeige ich, das ist für AN plus 1 auch richtig. Und dann kommt aber noch hinzu, dass Sie ja den Induktionsanfang haben, A1, und dann können Sie sagen A1, also A2 mit diesem Schluss, A2, also A3 und das geht dann immer so weiter. Das ist ja die logische Struktur von so einem Induktionsbeweis zum Beispiel. Was brauchen Syllogismen? Das erklärt auch die unterschiedliche Bezeichnung, die das in Euklid hat. Natürlich Voraussetzungen. Man muss mit irgendwas anfangen, was mal als wahr angenommen wird. Und da unterscheidet Aristoteles zwischen Postulaten, das sind die wahrgesetzten Aussagen in einer bestimmten Wissenschaft, und die Axiome, das sind so die universell als wahrgesetzten Aussagen. Das hat sich jetzt nicht so gehalten. Also wir sagen jetzt auch Axiome des Vektorraums. Das ist ja, das wird hier nicht passen. Die müssten in diesem Aristoteles-Sinn dann eigentlich Postulate heißen, weil das sind ja wahre Aussagen einer ganz bestimmten Wissenschaft, nämlich in dem Fall der linearen Algebra oder der Mathematik. Und bei dem Euklid ist das auch so, die Axiome sind so die Sachen, die ganz allgemein sind, so wenn Gleiches Gleichem gleich ist, dann und so weiter. Diese Sprüche, die sind die Axiome und die Postulate sind dann sowas, ist es möglich, von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt eine gerade Linie zu ziehen, die halt speziell für die Geometrie wären. So, dann gibt es noch ein Buch, das nennt sich Physik.
Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Physik, so wie wir die kennen. Und da wird etwas ganz Wichtiges eingeführt, was sozusagen hier neu ist, was es in der ionischen Zeit bei den Pythagoreern und so nicht gibt. Die Unterscheidung zwischen Zahl als etwas Diskretem und Größe als etwas Kontinuierlichem. Und das Fallenlassen dieser Idee, dass sich jede Größe als Verhältnis von Zahlen darstellen lässt. Und wenn sich jede Größe als Verhältnis von Zahlen darstellen lassen würde, dann würden wir mit den rationalen Zahlen, also mit den Bruchzahlen, auskommen. Und da hatten wir ja schon gesehen, dass peinlicherweise in dem Ordenssymbol der Pythagoreer dann schon der Beweis drin steckt, dass das gar nicht stimmt, weil da gibt es schon ein irrationales Streckenverhältnis. So, und dann hat der Aristoteles quasi dadurch gerettet, dass er sagt, naja, es gibt die Quantität, und bei der Quantität kann ich unterscheiden zwischen Zahl, das sind die diskreten Sachen, und es gibt Größe, das ist kontinuierlich, und das muss auch nicht unbedingt als Verhältnis von Zahlen darstellbar sein. Und dann, was auch da reinkommt, ist die Akzeptanz zumindest potenzieller Unendlichkeit, nicht der aktualen Unendlichkeit. Aktuelle Unendlichkeit ist, wenn Sie sagen, der Grenzwert der Reihe ist so und so, und akzeptieren dann, dass die wirklich eine Zahl als Grenzwert hat. Das ist irgendwie noch schwierig. Wir werden auch gleich sehen, warum. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Da gibt es ja so ein paar Schwierigkeiten im Umgang mit dem Unendlichen. Die haben da ziemlich rumgetan. Es gab auch diese Vorstellung unendlich kleiner Größen, indivisiblen und so. Und dann kommt das eben mit Zenon und diesen berühmten Paradoxien, der sich damit ja so ein bisschen lustig gemacht hat über die seinerzeit etwas schwammigen Vorstellungen zur Unendlichkeit. Und wenn man immer sagt, ich lasse zwar unendliche Prozesse zu, aber sozusagen ich lasse nicht zu, dass wirklich etwas unendlich oft geteilt wird, sondern ich sage nur, etwas kann beliebig oft geteilt werden, aber immer endlich. Letztlich dann ist das so ein Versuch, damit umzugehen. Gut, vielleicht noch mal die Syllogismen. Warum sind das spezielle Schlüsse? Das habe ich jetzt mal von Wikipedia geklaut, ja, weil das da so schön hübsch bunt war. Das sind ganz bestimmte Schlüsse. Erstmal, was jeder Schluss hat, ist Ober-, Untersatz- und Schlussfolgerung. So ist jeder logische Schluss aufgebaut. Das Besondere bei den Syllogismen ist, dass ich immer Ober-, Mittel- und Unterbegriff habe. Also im Grunde genommen immer drei Aussagen A, B, C, die da vorkommen. Wobei A, also Oberbegriff und Unterbegriff, dürfen überall vorkommen oder müssen überall vorkommen. Sowohl in den Prämissen als auch in der Schlussfolgerung. Und der Mittelbegriff, der ist ausschließlich zulässig in den Prämissen. Also steht hier zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, alle Griechen sind Menschen, alle Griechen sind sterblich. Und der Mittelbegriff ist da Menschen, weil der die Beziehung zwischen Griechen und sterblich herstellt. So, da muss nicht immer alle stehen. Und auch damit mal ein mathematisches Beispiel ist, kein Rechteck ist ein Kreis, alle Quadrate sind Rechtecke, daraus folgt, kein Quadrat ist ein Kreis. So, und da haben wir jetzt wieder den Mittelbegriff Rechteck, das kommt nur in den Prämissen vor, zeigen will man, dass Quadrate keine Kreise sind, und so macht man das dann. Tatsächlich muss man sagen, dass so in der Regel nicht geschlossen worden ist, jedenfalls nicht so strikt, sondern diese vier Schlussweisen hier benutzt wurden, die zumindest, also ich weiß nicht, Philosophie studiert wahrscheinlich keiner von Ihnen, aber also bei uns war das so, wenn man Mathe studiert hat und wir mussten in dem erziehungswissenschaftlichen Teil unseres Studiums auch was aus der Philosophie machen. Die Mathematiker, die haben alle Einführung in die Logik genommen, weil das halt relativ locker ist, wenn man gleichzeitig Mathematik studiert. Da macht man das ganze Semester durch, nur solche Schlussfiguren. Gibt auch noch hier das vordere, das heißt, glaube ich, übrigens Modus Barbara, das allererste. Und da gibt es noch 10 so Modi. Die Bezeichnungen sind natürlich nicht griechisch, das ist Latein. Modus Ponens und so, Modus Tollens. So, und da sehen Sie, das sind im Wesentlichen die vier zulässigen Schlüsse, mit denen man arbeitet. Ich werde jetzt heute zu diesen Schlussweisen nicht so wahnsinnig viel erzählen. Die kommen ja zum Teil auch heute noch ganz am Anfang des Studiums oder sogar schon im Vorkurs auf einen zu. Vielleicht wagen wir dann im Repetitorium einen kleinen Blick darauf. Im Medium Video sehr zuträglich ist vielleicht eher ein Blick auf diese philosophischen und logischen Untiefen, die sich in den damaligen Unendlichkeitsvorstellungen aufgetan haben.
Auf dieser hat insbesondere Zenon oder Zeno mit einigen sehr bekannten Paradoxien hingewiesen, von denen wir uns die vielleicht bekannteste einmal näher anschauen wollen. Die rennt in etwa folgendermaßen ab, und Rennen ist wirklich pun intended. Üblicherweise lassen wir den sehr flotten Achilles gegen die sehr langsame Schildkröte antreten. Das rennt dann so mit einem Geschwindigkeitsfaktor von 50 oder so ab. Heute sei Achilles mal etwas fußkrank. Sie sehen, da hat er schon den Pika in der Ferse. Und wir haben so eine Turbo-Schildkröte vor uns. Achilles soll einfach mal nur doppelt so schnell laufen wie die Schildkröte. Wir geben der Schildkröte dann mal einen Vorsprung von 64 Ellen. Dann rechnet sich das besonders schön. 64 Ellen, das sind so 30 Meter. Und uns allen ist natürlich klar, dass wenn der Achilles doppelt so schnell läuft wie die Schildkröte, dann muss er die irgendwann einholen. Zenon will nun Archimedes und andere Mathematikerinnen so etwas frotzeln, die sich auf unendliche Prozesse eingelassen haben, ohne das aktual Unendliche mitzudenken. Schauen wir uns seine Argumentation jetzt einmal in einer relativ zeitaufwendigen Animation an. Zunächst geben wir mal der Schildkröte ihren Vorsprung. Zenon argumentiert jetzt wie folgt. Sobald Achilles die 64 Ellen erreicht hat, ist die Schildkröte bereits bei 96 Ellen. Jetzt zoomen wir mal näher heran. Jetzt schauen wir wieder, was passiert, wenn Achilles bei 96 Ellen angekommen ist. Naja, dann ist die Schildkröte bei 112 Ellen. Okay, zoomen wir wieder heran. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn Achilles die 112 Ellen erreicht hat. Naja, dann ist die Schildkröte bei 120 Ellen. Dieses Spielchen können wir jetzt natürlich noch beliebig oft weiter fortsetzen, werde jetzt aber gleich mal abbrechen. Und jetzt könnte man das Spielchen immer so weitermachen, wenn der Achilles die 127,5 erreicht und so weiter und so weiter. Das würde nie an ein Ende kommen. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal anders an. Ich spule mal zurück und wir gehen nochmal ganz an den Start. Also der Achilles ist jetzt wieder bei 0 Ellen, die Schildkröte ist jetzt wieder bei 64 Ellen. Und diesmal drücke ich nicht immer zwischendurch Pause, sondern lasse die mal in ihrer ganz normalen Geschwindigkeit durchlaufen. Und was man sieht, ups, da hat tatsächlich der Achilles die Schildkröte überholt. Jetzt spulen wir nochmal wieder zurück an den Punkt, wo das eigentlich passiert. Das müssen wir uns ja mal genauer ansehen. Ja, und das ist genau bei 128 L. Schauen wir uns das Ganze vielleicht noch einmal mit modernen Methoden und Begriffen an und versuchen den Widerspruch des unendlichen Iterationsprozesses einerseits bei gleichzeitiger endlicher Entfernung andererseits aufzulösen, weil bei einer endlichen Entfernung wird ja Achilles die Schildkröte einholen, und zwar bei 128 Ellen. Der Schlüssel ist dabei insbesondere die parallele Betrachtung der Zeit. Nehmen wir mal an, unser etwas fußkranker Achilles ist die 64 Ellen so ganz gemütlich in 10 Sekunden spaziert. Dann wäre ja die Schildkröte zu diesem Zeitpunkt weitere 32 Ellen weitergeflitzt, also schon bei 96 Ellen. Für diese weiteren 32 Ellen wird Achilles, wenn der nie langsamer wird, was wir hier mal unterstellen, nur noch 5 Sekunden benötigen. Es halbiert sich also nicht nur der Weg, sondern natürlich logischerweise auch die benötigte Zeit. Wir haben also schon festgestellt, dass Achilles bei 128 Ellen die Schildkröte eingeholt wird. Und jetzt müssen Sie mal nachdenken. Erstens, zu welchem Zeitpunkt wird das denn der Fall sein? Das können Sie gleich in so eine Maske eintippen. Und zweitens, überlegen Sie parallel vielleicht auch nochmal, wie Sie mit modernen Methoden und Schreibweisen die Zeit und den jeweiligen Weg nach der enden Etappe in diesem Sinne von Zenon beschreiben würden. Die Auflösung folgt dann gleich wieder hier im Video. Unsere moderne Lösung für dieses Problem ist die unendliche geometrische Reihe q hoch n, wobei q genau der Geschwindigkeitsfaktor zwischen diesen beiden Läufern ist, in unserem etwas unrealistischen Zahlenbeispiel also ein halb.
Diese Reihe finden wir dann in der Tat sowohl bei der Zeit als auch bei den Wegstrecken wieder. Was uns vielleicht auch heute noch etwas Respekt abnötigt, mag der Umstand sein, dass wir hier, wenn man mal in die Entezeile schaut, drei Größen haben, die ständig immer weiter wachsen, aber dennoch eine vorgegebene Grenze, nämlich einmal 20 und einmal 128, nie erreichen werden, es sei denn, man nimmt den Grenzwert eben zu dem Prozess hinzu. Da sich Zenon bzw. der Reihenwert für jedes endliche n aber immer links von 128 Ellen bzw. 20 Sekunden befinden wird, kann Achilles in der Betrachtung von Zenon tatsächlich die Schildkröte auch nicht einholen. In der Realität läuft aber die Zeit natürlich kontinuierlich weiter. Die unendlich vielen Beobachtungen gehen sich bei Zenon nur deswegen aus, weil der immer in kürzeren Zeitabschnitten hinschaut. Und zwar immer so viel kürzer, dass dann tatsächlich die Reihe einen endlichen Grenzwert hat. Umso erstaunlicher ist das, was Eudoxos für Irrationalzahlen geleistet hat. Diese sind ja aus heutiger Sicht nichts anderes als nicht abbrechende, nicht periodische Dezimalbrüche. Eudoxos gelingt es jetzt, einen Kalkül für den Umgang mit diesen irrationalen Größen zu konzipieren, der die Tücken dieses Unendlichen ganz geschickt umschifft. Aber fangen wir mal vorne an. Eudoxos ist, wie zu dieser Zeit mehr als üblich, nicht nur Mathematiker, sondern auch Philosoph und zudem Astronom und Geograf, und so ganz nebenbei ist er auch noch ausgebildeter Mediziner. Zumindest kurzzeitig dürfte er an Platons Akademie studiert haben, obwohl Platon der Überlieferung nach nicht so begeistert war, ihn überhaupt als Schüler zu haben. Bis auf einzelne Fragmente ist von Eudoxos eigenen Schriften leider kaum etwas überliefert. In der Astronomie hat er sich offenbar mit den uns von der Erde aus unregelmäßig verlaufend erscheinenden Planetenbahnen beschäftigt. Das hatten wir ja schon bei den Babyloniern in der späteren Zeit. Und Eudoxos hat so ein geozentrisches Weltbild gehabt und hat mit Kreisbahnen gearbeitet und wollte versuchen, eben mit regelmäßigen Bewegungen auf Kreisbahnen zu erklären, warum uns das von der Erde unregelmäßig erscheint. Und näherungsweise klappt das auch ganz gut, trotz des, wie wir heute wissen, ja nicht ganz zutreffenden geozentrischen Weltbildes. In der Mathematik wird ihm bisweilen auch der goldene Schnitt zugeschrieben. Definitiv von ihm stammt die im 10. Buch der Elemente enthaltene Exhaustionsmethode, mit der er unter anderem das Pyramidenvolumen als ein Drittel des umschreibenden Quadervolumens nachweisen konnte. Die Exhaustionsmethode schauen wir uns nachher noch bei Archimedes genauer an. Hier soll es um das Herzstück von Eudoxos mathematischem Werk gehen, die Proportionenlehre, die eben wie gesagt so einen kalkulhaften Umgang mit irrationalen Größen bzw. wenn man es geometrisch sagen würde, mit inkommensurablen Verhältnissen ermöglicht. Dreh- und Angelpunkt dieser Proportionenlehre ist Definition im Buch 5 der Elemente, also das ganze 5. Buch wird gewissermaßen dem Eudoxos zugeschrieben. Und in dieser Definition 5 wird uns gesagt, wann je zwei Größen zueinander im gleichen Verhältnis stehen. Kommen also insgesamt 4 Größen vor. Im gleichen Verhältnis steht nämlich die erste zur zweiten Größe, wie die dritte zur vierten Größe, dann, wenn von den gleichen Vielfachen der ersten und dritten Größe stets entweder beide kleiner gleich als gleiche Vielfache der zweiten und vierten Größe sind, oder beide größer oder beide gleich. Sie sehen jetzt rechts sich mal wieder, dass wir hier keine schicken Variablen haben, mit denen das ausgedrückt ist. Schauen wir uns das Ganze vielleicht mal dynamisch in Bildern an. Heutzutage haben wir eigentlich kein Problem damit, so eine Gleichung hinzuschreiben. Wurzel 2 halbe ist gleich 1 durch Wurzel 2, beziehungsweise viele von Ihnen kennen die vielleicht andersherum, weil sehr viele Lehrer das nicht so gerne haben, wenn im Nenner eine Wurzel steht, da muss man den Nenner wurzelfrei machen und dann kommt sowas wie Wurzel 2 halbe heraus. Sowas würden wir heute hinschreiben und hätten damit eigentlich kein Problem. Eudoxos hätte das als Proportion, also als so ein Doppelverhältnis, eher so hingeschrieben. Wurzel 2 zu 2 verhält sich wie 1 zu Wurzel 2, wobei man dazu sagen muss, Eudoxos kannte natürlich dieses Symbol für die Wurzel nicht, er kannte aber die irrationale Größe bzw. eben dieses inkommensurable Verhältnis von
Seite zu Diagonale im Einheitsquadrat, bei dem ja genau Wurzel 2 herauskommt. Wie zeigen wir eigentlich heutzutage, dass so eine Gleichung gilt? Nun, wir werden eine Äquivalenzumformung machen. Wir werden die Gleichung mit Wurzel 2 mal nehmen und dann steht da 2 zu 2 ist gleich 1. Also 2 geteilt durch 2 ist gleich 1 und das halten wir für richtig. Nun haben wir aber ein Problem. Die Multiplikation mit so einer irrationalen Zahl bzw. so einer allgemeinen Größe ist bei Eudoxos eigentlich nicht erlaubt. Im Buch 5 der Elemente des Euklid ist das Multiplizieren einer Gleichung zwar ausdrücklich als eine zulässige Umformung benannt, die Multiplikationen, die dort zulässig sind, sind aber nur Multiplikationen mit Zahlen, nicht mit Größen. Und Zahlen meint natürliche Zahlen. Also sowas dürfen wir nicht machen. Tja, wie kann man jetzt dieses Problem lösen? Am besten dadurch, dass wir das Ganze zunächst einmal verallgemeinern. Ich ersetze hier die ganzen Zahlen mal durch unbekannte Größen und mache das so ein bisschen im Style von dem Herrn Burns. Ich sag mal, was heißt das eigentlich, dass sich die Größe Rot zur Größe Blau verhält, wie die Größe Grün zur Größe Gelb? Nun, Eudoxos macht das im Prinzip durch diese Definition, die wir gesehen haben, wie folgt. Dass Rot zu Blau im Verhältnis steht, kann entweder bedeuten, dass Rot kleiner als Blau ist, dass Rot gleich Blau ist oder dass Rot größer als Blau ist. Und auf der anderen Seite sieht das natürlich genauso aus. Grün kann kleiner als Gelb sein, Grün kann gleich Gelb sein oder Grün kann größer als Gelb sein. Dass die beiden Verhältnisse gleich sind, bedeutet nun, dass entweder auf beiden Seiten es so ist, dass einerseits Rot kleiner als Blau ist und Grün kleiner als Gelb oder aber, dass Rot gleich Blau ist, Grün gleich Gelb ist oder aber, dass Rot größer Blau ist und Grün größer als Gelb. Es muss also auf beiden Seiten derselbe Fall eintreten, um sagen zu können, das Verhältnis ist gleich. Aber es geht noch weiter. Das stimmt immer noch, wenn wir auf beiden Seiten alle Größen verdoppeln. Das sind wir eigentlich gewohnt, so etwas zu machen. Wir könnten das auch verdreifachen oder mit einer beliebigen Zahl mal nehmen. Da haben wir immer den Eindruck, naja, da wird sich nichts verändern und das wussten auch schon Euklid und Eudoxos. Wir werden immer entweder im ersten, entweder im zweiten oder im dritten Fall sein und zwar auf beiden Seiten, bei Rot und Blau, bei Grün und Gelb, auf derselben von diesen drei Fällen. Also entweder im ersten auf beiden Seiten, im zweiten auf beiden Seiten, im dritten auf beiden Seiten. Das geht aber noch weiter. Nämlich können wir, sagt der Eudoxos, sogar Rot und Blau jeweils mit verschiedenen Zahlen multiplizieren, M und N. Hier ist das zum Beispiel, Rot ist mit zweimal genommen und auf der anderen Seite ist auch das Grün mit zweimal genommen. Und wenn wir dann das Blau mit dreimal nehmen und wir nehmen das Gelb mit dreimal, dann sind wir wieder immer noch entweder auf beiden Seiten bei Rot und Blau und bei Grün und Gelb im ersten Fall oder im zweiten Fall oder im dritten Fall. Und es ist völlig egal, welche Vielfache wir nehmen. Wir könnten auch 3 und 2 nehmen oder wir können allgemein M und M nehmen. Wenn diese Größen im selben Verhältnis stehen, muss das völlig egal sein. Sie dürfen Rot und Grün mit irgendeinem M mal nehmen und sie dürfen Blau und Gelb mit irgendeinem N mal nehmen. Sie bleiben immer im selben Fall auf beiden Seiten. Dann entweder kleiner, gleich oder größer. Für alle M und N Element N muss also gelten, dass wir links und rechts im selben Fall sind, entweder kleiner, gleich oder größer. Jetzt sagen Sie vielleicht, das haben Sie ja ganz nett animiert, Herr Professor, aber wieso ist denn diese Fallunterscheidung überhaupt nötig? Und was meint das jetzt genau, dass man links und rechts immer im selben Fall bleiben wird? Dann schauen wir uns das vielleicht mal für ein kommensurables und ein inkommensurables Verhältnis an der virtuellen Tafel an. Dann wird das hoffentlich etwas klarer. Wir schauen uns zunächst ein kommensurables Verhältnis an, nämlich, oder eine kommensurable Proportion 6 zu 9.
ist dasselbe wie 10 zu 15, behaupte ich mal. Und wir alle wissen hoffentlich, dass das dasselbe ist wie 2 zu 3, beziehungsweise eben die Zahl 2 Drittel. Und das ist natürlich eine rationale Zahl, also ein kommensurables Verhältnis. So, jetzt steht hier, mit beliebigen NM kann ich das mal nehmen und ich muss links und rechts immer im selben Fall bleiben. Was aber passiert, ich kann, je nachdem, was für ein M und N ich nehme, kommt ein verschiedener Fall raus. Ich nehme als erstes mal M gleich N gleich 2. Dann ergibt sich also 2 mal 6 zu 2 mal 9 soll immer noch dasselbe sein wie 2 mal 10 zu 2 mal 15. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Das können wir jetzt ausrechnen. Das sind ja überall schöne, brave, natürliche Zahlen. Also haben wir hier 12 und hier haben wir 18. Und 12 ist offensichtlich kleiner als 18. Und jetzt ist die Behauptung, auf der anderen Seite muss auch das Kleinerzeichen herauskommen. Und 2 mal 10 ist 20 und 2 mal 10 ist kleiner als 30, was 2 mal 15 ist. Also würden wir sagen, okay, das passt. In diesem Fall wären wir in dem ersten Fall auf beiden Seiten. Jetzt ändere ich das mal und sag mal, wähle das M als 4 und das N wieder als 2. So, dann würde hier stehen, dass 4 mal 6 zu 2 mal 9 sich immer noch gleich verhalten soll, wie 4 mal 10 sich verhält zu 2 mal 15. Ja, wieder brave natürliche Zahlen, kann ich einfach alles ausrechnen. 4 mal 6 ist hoffentlich 24 und 2 mal 9 ist 18. Aha, da ist jetzt was passiert. Hier steht jetzt ein größer. Und jetzt soll auf der anderen Seite das auch so sein. Schauen wir mal, hier steht 40, hier steht 30. Und das sieht wunderbar aus, weil die 40 ist auch hier größer. Check, jetzt sind wir hier in dem dritten Fall. So, und jetzt ist das natürlich immer möglich. Ich habe Ihnen das auch schon gespoilert, wenn das so ein kommensurables Verhältnis ist. Wir müssen jetzt einfach M als 3 wählen und N als 2. Dann rutschen wir genau in den passenden Fall rein, wo das gleich wird. Rechnen wir das auch nochmal. M gleich 3, N gleich 2, jetzt sieht mal N anders aus. Also hätten wir jetzt hier stehen, 3 mal 6 verhält sich zu 2 mal 9, genauso wie sich 3 mal 10 verhält zu 2 mal 15. Und auch da können wir es ausrechnen. 3 mal 6 ist 18, 2 mal 9 ist 18, das ist dasselbe. Und jetzt muss sich auf der anderen Seite auch dasselbe ergeben. 3 mal 10 ist 30 und das ist dasselbe. Wie 2 mal 15 ist auch 30. Check, also sind wir in dem mittleren Fall gelandet. Für die Kommensurablen würde es eigentlich ausreichen, wenn man sagen würde, es gibt Zahlen MN, so dass links und rechts der Gleichheitsfall erreicht wird. Das Problem sind die inkommensurablen Verhältnisse oder irrationalen Größen. Wir nehmen mal wieder dasselbe Beispiel vom Anfang her. Wurzel 2 verhält sich zu 2, genauso wie sich 1 zu Wurzel 2 verhält. Jetzt vielleicht auch, wir wissen natürlich, dass das ungefähr so ist wie 0,707 und dann immer so weiter. Aber das wollen wir mal nicht benutzen. Wir machen jetzt einfach mal die Fälle so ähnlich wie links hier auch durch. Ich wähle mal M ist gleich N ist gleich 2 als erstes. Dann hätte ich hier stehen, 2 mal Wurzel 2 soll sich immer noch so zu verhalten, wie 2 mal 2 sich verhält zu 2 mal 1 zu 2 mal Wurzel 2. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen, was das eigentlich ist. 2 mal Wurzel 2 und 2 mal 2, naja, Wurzel 2 ist wohl kleiner als 2 und damit ist diese ganze Seite hier, muss man wohl sagen, 2 mal Wurzel 2, das ist wohl kleiner als 4. Und jetzt schauen wir, ob das aus der rechten Seite auch hinkommt. Wurzel 2 ist wohl auch größer als 1, also stimmt das auch hier. Hier gilt, 2 ist kleiner als 2 mal Wurzel 2. So, da wären wir jetzt also wieder in diesem ersten, in dem kleiner Fall. Gut, dann schauen wir mal weiter. Was passiert jetzt, wenn ich wieder genauso sagen würde? Ich wähle mal M ist gleich 4 und N ist gleich 2.
dann, also jetzt würde ich wieder prüfen, ist das Verhältnis vielleicht 1,5? Ne, hier habe ich sozusagen gesagt, ist das Verhältnis 1? Und jetzt prüfe ich, ist Wurzel 2 vielleicht das Verhältnis 0,5? So, jetzt müsste eigentlich rauskommen, das stimmt auch nicht, aber es müsste sich der Fall ändern. In diesem Fall habe ich kleiner, in diesem Fall müsste jetzt größer herauskommen, weil das Verhältnis ist größer als 1,5. Also hier schreibe ich auch nochmal einen Satz zu, der Verhältnis von M und N ist 1:1 und hier hätten wir jetzt halt das Verhältnis 1:2 und in diesem Fall müsste jetzt rauskommen, aha, da muss das größer sein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also, 4 mal Wurzel 2 muss sich verhalten zu 2 mal 2 genauso wie sich 4 mal 1 verhält zu 2 mal Wurzel 2. So, schauen wir mal, was da passiert. 4 mal Wurzel 2 lasse ich mal wieder stehen. Da weiß ich nicht, wie ich das ausrechne. Aber hier hinten weiß ich, 2 mal 2 ist 4. Ja, 4 mal Wurzel 2 muss aber größer sein als 4, weil Wurzel 2 sicherlich größer als 1 ist. Also bin ich jetzt in dem Größerfall. Und jetzt müsste rechts auch der Größerfall rauskommen. Rechts haben wir 4 mal 1 ist 4. Und dann haben wir hier wieder 2 mal Wurzel 2. Ja, 4 ist aber 2 mal 2 und das hier ist 2 mal Wurzel 2. Das ist also wieder kleiner. Also ist das hier größer. Also sind wir in dem Größerfall. So, und jetzt könnte ich so weitergehen. Aber was wir ja schon wissen, also jetzt wäre ich hier halt in dem Größerfall, aber ich komme nie in den Gleichfall, weil wenn ich in den Gleichfall reinkommen wollte, müsste das Verhältnis von m zu n, müsste genau 1:2 ergeben. Ja, 1:2 ist aber irrational, das kann ich nie durch ein Verhältnis von zwei rationalen Zahlen darstellen. Und deswegen brauche ich hier diese Dreifachunterscheidung. Ich komme zwar nie in den mittleren Fall, aber ich kann zumindest immer sagen, für so ein irrationales Verhältnis, wenn die im gleichen Verhältnis stehen auf beiden Seiten, dann bin ich entweder für irgendein beliebiges M und M immer in dem oberen Fall oder ich bin entweder immer in dem unteren Fall. Und für rationale Verhältnisse könnte ich den Satz umformen zu, es gibt eine Kombination MN, mit der ich in den mittleren Fall komme. Es sind also in der Tat die irrationalen Zahlen, die diese etwas umständliche Definition von gleichen Verhältnissen erforderlich machen. Nur so war es in der griechischen Antike möglich, mit Irrationalzahlen rechnerisch überhaupt einen Umgang zu finden. Auch hier versteckt sich indirekt die Unendlichkeit. Wir müssen ja nachweisen, dass das, was auf der Folie da oben steht, für alle natürlichen Zahlen m und n gilt. Erfreulicherweise lässt sich so etwas bisweilen durch einen Widerspruchsbeweis zeigen. Also man nimmt an, dass das nicht geht und zeigt dann so ein paar von Zahlen mn kann es gar nicht geben. Braucht dann eigentlich nur ein einziges Argument. Weitere Beispiele für solche Widerspruchsbeweise sehen wir noch im dritten Teil der Lektion. Aber jetzt ist erst einmal Pause, ne? Und Schnitzeljagd und so. Und dann geht es erst einmal wieder um endliche Fragestellungen in Geometrie und Algebra.